Hallo und herzlich willkommen zurück, ja, zu Emily Wants to Play 2 oder auch Emily Wants to Play 2 genannt. Wir waren ja letztes Mal, kann man sagen, hier stehen geblieben. Wir müssen immer noch die Puppen überlisten, weil wir spielen mit ihnen, naja, Fange, Verstecken, was auch immer. Und die sind richtig heftig. Also ich muss jetzt vorsichtig spielen. Für all diejenigen, die übrigens die letzte Folge nicht gesehen haben sollten, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr aufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen. Zumindest wenn ihr mich unterstützen wollt. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Das Licht geht trotzdem nicht an. Das kotzt mich richtig an. Schaltet jemand die Lichter ein und aus? Und das gefällt mir gar nicht. Och Mann! Fängt ja schon mal gut an. Nach einer Minute schon krepiert. Ja Leute, ich würde mal sagen, ich werde es nur noch ein letztes Mal als Let's Play, ja? Das so machen, dass wenn wir gar nicht mehr weiterkommen. Weil dann habe ich 2 Folgen gebraucht und bin nicht weitergekommen. Das geht gar nicht. Also das in meinen Augen, nee, es ist nicht so geil. Ich meine, ich weiß ja, was ich tun muss. Kann man die damit nicht ablenken? Das wäre viel geiler. Jedenfalls, müssen wir die Stunde rumkriegen. Eigentlich dauert es bis zu 8 Minuten. Da ist dieses verdammte Mädel. Ja, das geht mir richtig auf die Eier, das Mädel. So. Die ist weg. Ich weiß auch nicht, wer das Licht jedes Mal ausschaltet, aber das nervt. Ich weiß auch nicht, ob ich... Wisst ihr, das ist genau, was ich meine. Jetzt waren sie alle schon wieder auf einen Haufen. Oh, das ist, was ich nicht kapiere. Es ist einfach nur schlecht umgesetzt. Ich weiß ja nicht, der Grusel ist auch meines Erachtens schon lange verflogen, wisst ihr? Ich meine, ich mag das Spiel, so ist es nicht, aber man hätte die Sachen zumindest ein bisschen verändern können. Ein Patch oder so, ja, der ja einige Sachen beheben tut. Weil das sind Dinger, die machen das Spiel zwar nicht unspielbar, aber das nervt einfach nur. Ja? Und ich würde ja auch gerne weiterkommen, damit ich hier auch das Spiel abschließen kann. Aber entweder rennt uns irgend so ein Typ hinterher. Oder das Mädel ist da oder gleich alle. Ich habe mich doch nicht mal bewegt. Och Mann, ey, das ist einfach nur... Ich weiß nicht, wie ich das schaffen kann. Der Schwierigkeitsgrad ist irgendwie, keine Ahnung, total immens. Man hätte das doch ein bisschen verändern können. Ich meine, wer will denn das Spiel nicht durchspielen? Ich meine, ich möchte es gerne durchspielen, damit ich das in meiner Beendet-Liste, ja, einfügen kann. Aber wenn es weiter so geht, dann werde ich es leider nicht beenden. Wegen diesem verdammten Mädel. Renn weg. Seht ihr, das ist, was ich meine. Genau das.
Ich habe mal jetzt ein bisschen hin und her, auch wenn es ein bisschen dämlich aussieht. Ich glaube, wir dürfen auch nicht zu lange an einem Ort bleiben. Seht ihr genau das ist, was ich meine. Oh Mann, nee, das kann doch. Dieses Instant-Tot sein und das dann wiederholen. Das ist einfach nur nervig. Also ich würde euch davon abraten, das Spiel selber zu kaufen. Also es sei denn, ihr wisst hundertprozentig, wie das Spiel funktioniert. Dann ist es ja was anderes. Und wie man die vielleicht umgehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Weil leider sind die überall. Also da kann ich mich bewegen, wie ich will. Als ob die den Raum kontrollieren. Ich bin jetzt konzentriert, ja, wenn ich weniger erzähle, dann tut's mir leid. Nicht wahr sein, Alter. Langsam geht's mir wirklich nur noch auf den Piss. Kann man ja nicht irgendwas einstellen, es ist einfach nur noch nervig. Wie kommt man auf so eine beschissene Idee, ey? Ich frag mich das immer wieder. Wenn ich dieses... Och Mann, ey, nee. Verpiss dich jetzt einfach nur noch. Verpiss dich! Hau doch jetzt bitte ab, Mädel. Das ist ja, ey, eigentlich ist es fast die schlimmste Puppe von allen. Ey, ich bin so genervt, Alter, das geht gar nicht. Eigentlich wollte ich die Schlüsselkarte für den Bereich holen. Für das Archiv. Alter. Ich habe die noch nicht mal gehört. Von der Toilette kann man sie ja auch nicht verstecken. Och man, ey. Das mit dem Licht gibt mir auf den Sack. Also Leute, das ist wie gesagt wirklich die letzte Aufnahme, so wie es aussieht.
Ich kann euch alle nur abraten von dem Spiel. Ihr merkt es ja wahrscheinlich auch selber. Ich kann hier versuchen, was ich will. Die Zeit dauert viel zu lange, wie es rumgeht. Ja. Und wenn sie alle auf einen Haufen sind, dann kannst du dich auch nicht wehren, weil du kannst ja nicht stehen bleiben, wenn man ihn angucken. Bei anderen darfst du dich nicht bewegen. Andere musst du angucken. Und das ist, was ich meine. Es nervt einfach nur noch. Ey, nee, Leute, ich glaube, das ist für mich erledigt langsam. Ich verstehe es nicht. Nach was das Spiel hier geht, das macht für mich einfach keinen Sinn. Vor allem, dass er nicht mit dem Auto einfach abhaut. Das ist, was ich nicht kapiere. Ey, langsam gehst du mir auf den Piss, Mädel. Ich will hier nirgendwo mehr rein hin, ich habe keinen Bock mehr, ey, wirklich. Man hat jetzt versucht, einfach nur noch in die Länge zu treiben hier, die Spiellänge. Ja, man hört ja auch, meine Begeisterung ist für das Spiel auch nicht mehr da. Die können halt überall auftauchen, das ist auch nervig. Gerade weggerannt. Ich bewege mich jetzt im Kreis, ja. Renn weg, danke sehr. Kein Bock mehr, Alter. Oh, Schwester. Ich habe ja keinen mehr von dem Bock. Vielleicht dürfen die Türen noch gar nicht zu sein. Kann das damit was zu tun haben, dass es, dass die Charaktere wissen, wenn ich eine Tür schließe? Vielleicht muss auch alles off sein. Das kann natürlich auch sein. Dass es eine Rolle spielt, meine ich jetzt. Sobald die Stunde rum ist, ist es ja erstmal egal. Ja? Aber die Stunde muss rumgehen. Und dann kann ich mich auch wieder freuen, weil ich weitergekommen bin. Naja, passiert halt. Man sollte ja auch nicht zu einfach haben. Das mag für den einen oder anderen vielleicht gar nicht mehr so interessant sein. Ja. Okay, der ist weg. Hoffentlich ist auch gleich die Stunde vorbei. Vor allem manchmal hört man sie noch nicht mal. Komm, verschwinde jetzt.
Okay, die scheint sich nur sie, also sich unsichtbar machen zu können. Stunde, sei jetzt bitte rum. Alter, war das knapp. Das war jetzt so knapp, wie es nur gehen kann. Ich dachte schon, ich kann schon wieder, ja, die komplette Stunde nochmal neu spielen. Okay. Kannst du jetzt bitte rumgehen, Stunde? Bitte, bitte, bitte. Tut mir leid, ich will nicht mit dir spielen. Also es läuft ja jetzt viel, viel besser als die letzten Versuche. Ja! Oh! Gute Zeit mit alten Freunden. Alter! Was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung, Leute. Kann ich jetzt wieder nach Hause gehen? What? Leute, ich kann nicht weitermachen. Was muss ich denn jetzt machen? Ey Leute, ich mach gar nichts. Ich bleib jetzt hier stehen. Alter, die Geräusche sind jetzt gerade mega creepy. Okay Leute, ich weiß, dass es dumm ist, was ich jetzt gerade mache, aber ich bleib jetzt nur in dem Bad hier komischerweise stehen. Weil ich weiß nicht, was ich tun muss. Aber die rennen ja jetzt hier alle durch die Gegend. Alter, es ist creepy, Leute. Die rennen im Kreis. Dann haben wir um 5 Uhr morgens. Bis um 7 müssen wir überleben. Puh, das wird ja immer schwerer, ey. Ich glaube langsam, die dürfen uns gar nicht sehen, weil wir konnten uns ja nicht bewegen. Ihr habt es ja gesehen. Ich glaube, das ist so eine Art Verstecken jetzt.
Das ist mega creepy, Alter. Wenn das funktioniert, wäre das echt genial. Das wäre mega genial. Vor allem dieses Geräusch dabei noch, ja, dieses Rumstampfen oder. Oh, bitte, Stunde, geh rum. Ich will verhindern, dass ich mich nicht bewegen brauche. Oh, das ist mega unangenehm, Leute. Diese Geräusche da die ganze Zeit zu haben. Ah, wäre echt genial, wenn wir das, wie gesagt, jetzt schaffen, eine Stunde zu überleben. Müsste auch gleich soweit sein. Da muss ich die fangen. Oh, ich muss die alle fangen, oder? Ich muss die alle fangen. Ich bin gleich tot. Boah, habe ich gerade einen Schreck gekriegt, Alter. Okay, ich versuche das jetzt nochmal. Wir sind weitergekommen. Ich muss die also alle fangen. Ich dachte, ich durfte mich nicht bewegen, weil die alle da vor mir weggerannt sind. Aber gut, der Clown kann mich einfrieren und die anderen anscheinend nicht. Gut. Wenn wir jetzt alles versuchen, was nur geht. Scheiße! Jetzt können die alle wieder losrennen? Das ist aber ein mega ekliges Gefühl, Mann. Alter, wie schnell ist denn die Puppe? Hallo? Verstehe ich nicht. Muss ich die eventuell überraschen?
Es sind nur noch ein oder zwei. Ey, Alter, wie soll ich denn das machen? Die können sich ja alle gegenseitig wieder aufwecken, oder was? Das ist ja mal mega scheiße. Na, nimm noch mal den und fang den, Alter. Boah, das, ich hab, was, wo geht denn, ich versteh's nicht, Mann. Ey, wenn ich jetzt wieder krepiere, dann ist es halt so, ich kann's nicht ändern. Ich bin zumindest eine Stunde vorwärts gekommen, aber das ist ja mal mega komisch. Muss ich die alle einfrieren oder wie oder was? Wisst ihr das, es wird ja auch nicht erklärt und ich kann ja auch nicht noch schneller rennen. Ey, ich versteh's nicht. Mann, ich krieg hier gleich die Krise, ey. Die können die alle wieder... Ey. Das ist mega doof. Nee, wirklich. Wir haben jetzt über drei Viertel geschafft. Ja, also wir sind jetzt wirklich kurz vorm Ende. Wie gesagt, ich verstehe bloß noch nicht so ganz, wie das hier funktionieren soll. Nimm doch mal jetzt! Ey, ich kapiere es nicht. Gleich wieder tot, Leute. Ich kann es nicht ändern. Sie mögen keine Spiele. Ja! Alter! Irgendwas war ich. Irgendwas nicht richtig hier zu sein? Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich jetzt abhauen? Nein. Ja, Leute, eigentlich müsste ich ausmachen. Wenn ich sterbe. What? Ja, ich wollte ausmachen, wenn ich sterbe. Jetzt bin ich gestorben. Wir haben es geschafft. 2 Stunden, ja? 2 Stunden sind wir jetzt vorangekommen. Wir haben es jetzt um 5 und um 7 endet das Spiel. Also, wir sind fast durch. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like und einen Kommentar eurerseits freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also, bis dann und tschüss.